Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um eine Schwangerschaftserkrankung und zwar die Präeklampsie. Was genau ist denn eigentlich eine Präeklampsie? Wie äußert sich diese? Welche Symptome habe ich? Wie kann der Arzt herausfinden, ob ich eine Präeklampsie habe? Und vor allen Dingen, wie therapiere ich denn eine Präeklampsie? Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß im Video. Zuallererst müssten wir einmal die Begrifflichkeiten erklären. Eine Präeklampsie gehört zum Formenkreis der, Achtung, schwangerschaftsinduzierten Hypertonien. Ich übersetze das einmal. Schwangerschaftsinduziert heißt durch die Schwangerschaft verursacht und Hypertonie ist der medizinische Begriff für Bluthochdruck. Die ein oder andere kennt vielleicht einen Bluthochdruck, der durch eine Schwangerschaft verursacht wird. Hier kommt jetzt aber noch eine Proteinurie dazu. Eine Proteinurie, auch das übersetze ich mal kurz, ist nichts anderes als eine Eiweißausscheidung im Urin. Und das darf nicht über 300 Milligramm Eiweiß pro 24 Stunden sein. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist also die Definition einer Präeklampsie. Bluthochdruck durch eine Schwangerschaft induziert und auch diese Proteinurie, das ist gleich eine Präeklampsie. Da das aber dem Mediziner natürlich als Definition viel zu einfach ist, gibt es noch so ein paar Ausnahmeregelungen. Wenn zum Beispiel dieser Blutdruck auftritt, man hat aber jetzt gar keine Proteinurie, also keine Eiweißausscheidung, aber andere Probleme, zum Beispiel mit der Leber, Niere, mit dem Blutbild oder neurologische Probleme, kann das auch als Präeklampsie gelten. Und was man auch noch Präeklampsie nennt, ist, wenn man diesen Hypertonus, diesen Bluthochdruck hat und das Kind ist viel zu klein. Also eine Wachstumsrestriktion beim Kind plus Bluthochdruck ist auch gleich eine Präeklampsie. Manche Frauenärzte da draußen benutzen noch einen veralteten Begriff, der aber sehr passend ist, weil es genau die Symptome zusammenfasst. Da steht dann immer auf dem Überweisungsschein eine EPH-Gestose. E steht dabei für Ödeme, also Ödeme, Wassereinlagerung. P steht für die schon genannte Proteinurie. Und H steht für Hypertension, also diese Hypertension, einem Bluthochdruck. Manche nennen es heute noch Gestose oder EPH-Gestose, ist aber ein veralteter Begriff, wird eigentlich nicht mehr so gebraucht und heutzutage nennt man das Ganze Präeklampsie. Es gibt noch einen anderen Begriff, den ich jetzt ein einziges Mal verwende und dann nie wieder, weil ich ihn ziemlich schwachsinnig finde, aber er ist so, irgendwie hat er sich eingebürgert, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung. Ich finde den Begriff deswegen so unglücklich, weil es irgendwie ganz negativ konnotiert ist. Die Schwangerschaft führte zu einer Vergiftung und jetzt ist die Frau schwangerschaftsvergiftet. In Deutschland hat dieser Begriff sich leider eingebürgert und wir benutzen ihn jetzt ein einziges Mal. Ihr wisst jetzt, dass eine Schwangerschaftsvergiftung, oh, jetzt habe ich ihn zweimal genannt. Wenn da draußen jemand Schwangerschaftsvergiftung sagt, dreimal, dann meint er damit eigentlich die Präeklampsie und ab jetzt wirklich versprochen, benutze ich diesen Begriff nicht mehr. Den Bluthochdruck haben wir ja schon angesprochen gerade, der ist aber auch gleichzeitig Ursache zum Teil und auch Auswirkung. Ah, da komme ich gleich noch zu, wenn ich erkläre, wie es eigentlich zu so einer Präeklampsie kommt. Aber der Bluthochdruck ist natürlich auch ein Symptom, was die Mutter haben kann und auch ein relativ frühes Symptom. Jetzt haben wir ja vorhin schon Niere, Lunge, Leber und auch das ZNS, das zentrale Nervensystem, angesprochen. Und da gibt es auch spezielle Auswirkungen, die diese Präeklampsie mit sich bringen kann. Nierenschäden sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass vermehrt Eiweiß ausgeschieden wird. Die Niere hat eigentlich einen eingebauten Filter für Proteine, also für Eiweiße. Und dadurch, dass die Niere schon ein bisschen geschädigt ist, kommen diese Proteine jetzt in den Urin. Und den kann man dann auch in der Klinik oder in der Praxis messen. Außerdem kann die Niere dafür verantwortlich sein, dass die Frau vermehrt Wasser einlagert. Sie pinkelt weniger, das heißt, sie verliert weniger Wasser über den Urin und dieses Wasser muss irgendwo hin und das geht ganz oft ins Gewebe und dadurch lagert die Frau ein und kriegt massive Ödeme. Bei der Lunge sieht es ganz ähnlich aus. Es kann passieren, dass die Lungenkapillaren, also die feinsten Gefäße in der Lunge, das Wasser nicht mehr zurückhalten können und dieses Wasser geht in das Gewebe und da drumherum um diese Gefäße sind halt die Lungenflügel, geht also in die Lunge rein und man hat ein sogenanntes Lungenödem. Also Wasser in der Lunge, das kann Atemnot machen, das kann auch den Herzschlag dann erhöhen, wenn man Atemnot hat. Das ist auch ein typisches Symptom bei einer ausgeprägten Präeklampsie. Und das dritte Organ, was wir ansprechen müssen, ist die Leber. Die Leber ist umgeben quasi im rechtseitigen Oberbauch von einer Kapsel. Die ist quasi eingefasst und wenn dann Flüssigkeit austritt aus der Leber zwischen Leber und Kapsel, dann gibt es einen sogenannten Kapseldehnungsschmerz. Also ein Leberkapselschmerz, der sitzt hier oben rechts. Wenn eine Frau kommt mit rechtzeitigen Oberbauchschmerzen, dann sind wir schon ganz hellhörig. Das tut ganz schön weh. Man muss da so ein bisschen unterscheiden, ob es Magen ist oder Leber. Aber das kann auch erste Anzeichen sein für ein sogenanntes HELLP-Syndrom. Ein HELLP-Syndrom ist quasi eine Komplikation von der Präeklampsie. Werde ich in diesem Video nicht schaffen zu besprechen, muss ich ein eigenes Video drüber drehen.
aber dieser rechtzeitige Oberbauchschmerz auch ein typisches Symptom für eine ausgeprägte Präeklampsie. Und dann sprechen wir noch das ZNS, das zentrale Nervensystem, an und da besonders auch das Gehirn. Das Gehirn ist umgeben und durchdrungen von vielen kleinsten Gefäßen und dieses Wort Gefäß benutze ich heute so oft, also irgendwas hat das mit den Gefäßen zu tun, die Präeklampsie, das stimmt auch. Ihr müsst einfach nur wissen, wenn man Kopfschmerzen hat, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, Augenflimmern oder Augen, so Sehveränderungen, dann kann das auch von der Präeklampsie herrühren. Eine weitere Komplikation bei der Präeklampsie, da lässt man das Prä einfach weg, ist die Eklampsie. Da erzähle ich nachher nochmal ganz kurz was drüber. Bei der Eklampsie kommt es zu einem Krampfanfall. Krampfanfall wie bei einem epileptischen Anfall, also so wie man es vielleicht aus dem Fernsehen auch kennt, das kann passieren, ist so der Worst Case bei einer Präeklampsie, dass sie dann übergeht in eine Eklampsie. Und da vermutet man als Ursache auch das ZNS, also das zentrale Nervensystem. Sprechen wir jetzt über die Komplikationen beim Kind. Was gibt es für Auswirkungen beim... Hallo? Was gibt es für Auswirkungen für das Kind jetzt? Beim Kind ist es auch so, das wird einmal durchblutet von der Plazenta oder von den Gefäßen. Und auch da ist das Wort Gefäße wieder... Leg dich mal kurz hin, sonst sehen mich die Menschen nicht. Das Wort Gefäße kommt wieder vor. Es ist einfach so, dass weniger Blut quasi in der Gebärmutter ankommt oder auch beim Kind ankommt. Dadurch wird das Kind kleiner. Es hat also einen Wachstumsrückstand. Die Durchblutung ist nicht optimal. Dadurch kann es auch im schlimmsten Fall zum plötzlichen Kindstod im Bauch schon kommen. Also zu so einem genannten intrauterinen Fruchttod. Oder was auch als Komplikation steht, ist, dass sich die Plazenta, der Mutterkuchen, vorzeitig lösen kann und dadurch kann es natürlich auch zu einer Frühgeburt kommen. Und all das rührt auch wieder daher, dass die Durchblutung, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Gefäßen und woher das alles kommt und wo diese Theorie herkommt, das besprechen wir einfach jetzt gleich einmal. Und wie kommt es jetzt zum Bild einer Präeklampsie? Das ist eine Frage, wo sich viele schlaue Köpfe seit Jahren den Kopf zermartern, wie es dazu kommen kann oder wie dieser Mechanismus ist, der dazu führt. Und im Laufe dieses Videos spreche ich immer wieder Gefäße an oder Durchblutung an. Also irgendwas scheint das damit zu tun zu haben. Und die gängigste Theorie umfasst eigentlich so drei Abläufe oder drei Punkte. Und der erste Punkt und quasi schon der Ursprung des Übels ist bei der Einnistung. Ich habe in dem Video zum Thema Befruchtung schon so ein bisschen besprochen, dass sich dann so ein kleiner Trophoblast bildet, der sich in die Uteruswand, also in die Gebärmutterwand einnistet. Es ist einfach so, dass eine entstehende Schwangerschaft sich immer weiter in die Gebärmutter Schleimhaut und in die Gebärmutter hineinfrisst und eindringt. Und dieses hier sind sogenannte Spiralarterien. Das sind also kleinste Gefäße von der Mutter und die gilt es zu eröffnen für diesen entstehenden Embryo. Und wenn das immer weiter geht und irgendwann werden diese Gefäße erwischt, werden zum Teil eröffnet. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass das noch ein bisschen weiter geht, dass diese ganzen Gefäße, also jedes kleinste Gefäß, gut erwischt wird, dass da eine gute Durchblutung herrscht. Und das ist genau der Punkt, der nicht so gut funktioniert hat, wenn man eine Präeklampsie bekommt. Dann scheinen diese Gefäße nämlich nur zum Teil oder auch gar nicht erwischt worden zu sein. Das heißt, da ist die Durchblutung nicht perfekt. Und was macht der Körper, wenn eine Durchblutung nicht perfekt ist? Das kennt man vielleicht. Dann entstehen toxische, also giftige Stoffe. Der Körper merkt, da ist irgendwas im Argen. Ich muss jetzt dagegen steuern. Ich mache die Gefäße, die da erwischt sind, ganz klein, damit der Druck größer wird. Das ist ganz normale Physik. Und diese toxischen Stoffe und auch die Gefäßverengung betreffen dann auch die Mutter. Und die entwickelt dann deswegen auch einen Bluthochdruck. Man kann sich vorstellen, wenn man so ein Gefäß hat, wo ein gewisses Volumen an Blut durchläuft, und man macht das immer enger und immer enger und immer enger, dann wird der Druck, den das Blut dann verursacht, immer größer. Das ist ja genau das Prinzip leere Zahnpastatube. Man verengt von außen quasi den Durchmesser der Zahnpastatube, der Druck drin erhöht sich und deswegen kommt da auch der letzte Rest Zahnpasta raus. Ähnlich verhält es sich dann in dem Beispiel mit dem Bluthochdruck. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt dieser Kaskade und das ist der Bluthochdruck. Man kann sich vorstellen, wenn da mit großer Geschwindigkeit und großem Druck Blut durch ein Gefäß saust, dann kann das hier an der Innenseite des Gefäßes einfach Schäden verursachen, sogenannte Endothelschäden. Endothel ist die innerste Schicht von so einem Gefäß und da kann man sich das vorstellen, als ob da so kleinste Partikel immer abschilfern. Und was macht der Körper, wenn da irgendwas abbricht oder abschilfert? Er versucht, das wieder zu schließen. Es kommt zu einer Gerinnungsaktivierung und diese kleinsten Geschäden in diesem Gefäß werden dann zugeronnen. Da entwickeln sich so kleinste Trompen, also Blutgerinnsel quasi. Das ist genauso wie wenn man einen Blutstropfen hat, den man trocknen lässt, der wird dann auch ganz fest und so ist das auch am Inneren des Gefäßes. Da entwickeln sich also kleinste Trompen und die können durch diesen hohen Blutdruck weggeschleudert werden. Und das ist genau der dritte Punkt und die Kaskade geht weiter. Jetzt werden diese kleinsten Trompen weggeschleudert und kommen in genau die ganz empfindlichen Organe, die eben ganz kleine Gefäße zum Schluss haben. Also als letzte Wiese, das ist Leber, das ist die Niere und das ist auch das ZNS, also das Gehirn, wo die kleinsten Gefäße verstopft werden durch diese entstandenen Mikrotrompen.
Und dabei kommt es auch typischerweise bei der Mutter zu diesem Symptom, die wir eben schon besprochen haben. Zusätzlich sind natürlich auch noch kleinste Gefäße in der Plazenta, also im Mutterkuchen, der wiederum das Kind versorgt. Das heißt, das Kind wird durch diese Implantationsstörung und durch die Mikrothromben, die dann entstehen, minder versorgt. Und dadurch ist das Wachstum auch nicht perfekt von dem Kind. Die Mutter hat also hohe Blutdrücke, hat im schlimmsten Fall Endorganschäden durch diese Mikrothromben und das Kind wächst nicht gut, weil es nicht genug Nährstoffe abbekommt. Das ist also so gerade die gängigste Theorie, wie es zu einer Präeklampsie kommt. Und die Frage, die sich natürlich vielen aufdrängt, warum bekommt jetzt die eine Frau diese Präeklampsie und die andere nicht? Weil offensichtlich kann man ja da gar nichts für, ob sich dieser Trophoblaster richtig reinfrisst und die Spirallaterien erwischt oder eben nicht. Und es gibt so ein paar Risikofaktoren, die man rausgefunden hat, die damit korrelieren, aber die jetzt nicht, wenn man diesen einen Risikofaktor hat, die nicht dazu führen, dass man hundertprozentig eine Präeklampsie bekommt, aber die die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen, dass es dazu kommen könnte. Dabei gibt es allgemeine Risikofaktoren und schwangerschaftsassoziierte Faktoren. Wir fangen mal mit den schwangerschaftsassoziierten an, weil sie einfach leichter und auch ein bisschen verständlicher sind. Und der größte Risikofaktor für eine Präeklampsie in einer Schwangerschaft ist, wenn man schon mal eine Präeklampsie oder ein HELLP-Syndrom oder ähnliches hatte. Das Wiederholungsrisiko ist dabei erhöht, aber es heißt jetzt nicht, dass wenn du mal eine Präeklampsie hattest, hundertprozentig beim nächsten Mal auch eine Präeklampsie hattest. Aber es gehört auf jeden Fall engmaschig überwacht und dann ist man natürlich ein bisschen vorsensibilisiert, wenn man weiß, die Frau hatte schon mal ein HELLP-Syndrom oder hatte schon mal eine Präeklampsie, dass man da genau drauf achtet. Außerdem tritt eine Präeklampsie zu 60-70% bei Erstgebärenden auf. Das heißt, sehr, sehr häufig ist das beim ersten Kind der Fall, dass man eine Präeklampsie entwickelt. Warum das so ist, weiß man bis heute überhaupt nicht. Auch hat man herausgefunden, dass man bei einem Schwangerschaftsdiabetes ein erhöhtes Risiko hat. Das ist unter anderem aber auch ein allgemeiner Faktor. Wenn man Diabetes schon vorher hatte, vor der Schwangerschaft, ist das auch ein erhöhtes Risiko, eine Präeklampsie zu entwickeln. Und dann sind wir schon bei den allgemeinen Risikofaktoren. Da muss man auf jeden Fall noch erwähnen, wenn du eine Gerinnungsstörung hast, ein Antiphospholipid-Syndrom zum Beispiel, erhöht sich das Risiko einer Präeklampsie ein bisschen. Außerdem, wenn du adipös bist, ein bisschen zu viel auf den Rippen hast, das erhöht das Risiko. Wenn du alt bist, über 40 bist, erhöht sich das Risiko. Also da gibt es ein paar allgemeine Faktoren, den Diabetes haben wir schon angesprochen, die dazu führen können, das Risiko einer Präeklampsie ein bisschen zu erhöhen. Und ich sage es nochmal, das heißt nicht, wenn du jetzt über 40 bist, ein bisschen zu dick bist, eine belastete Familienanamnese zum Beispiel ist auch noch so ein Punkt und eine Gerinnungsstörung hast, dann heißt das nicht, dass du hundertprozentig eine Präeklampsie bekommst, aber das Risiko ist einfach zur Allgemeinbevölkerung etwas erhöht. Wie sieht die Diagnostik dieser Erkrankung aus? Was macht die Frauenärztin oder der Frauenarzt in der Praxis, um herauszufinden, ob du vielleicht eine Präeklampsie hast oder nicht? Und das ist natürlich, muss man sagen, die Existenzbegründung für alle Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft. Da werden genau diese Sachen kontrolliert. Das Gewicht der Patientin wird kontrolliert, der Blutdruck wird kontrolliert, es wird immer ein Urintest gemacht. Es wird ein Ultraschall gemacht, also man hat alle diese Komponenten, die wir schon angesprochen haben, einmal mit abgegriffen und hat man bei diesen Vorsorgeuntersuchungen den begründeten Verdacht, dass da irgendwas im Raum sein könnte, könnte man sogar nochmal Blut abnehmen und sich da ein paar Werte anschauen, Nierenwerte, Leberwerte anschauen, ob da irgendwas auffällig ist. Außerdem gibt es seit ein paar Jahren einen Spezialwert, den man abnehmen kann, den man im Blut bestimmen kann, der einem genau das Risiko vorhersagt für die nächsten Wochen, dass man eine akute Präeklampsie bekommt oder das Risiko für eine Präeklampsie hat oder nicht. Dieser Test ist sehr teuer, deswegen wird das meistens über die Kliniken gemacht. Es gibt aber auch viele Frauenärzte, die das machen. Aber weil der Test eben relativ teuer ist und die Kliniken das natürlich im Budget besser verkraften können als vielleicht die Arztpraxis, wird das sehr oft in Kliniken gemacht. Und wenn man schon einmal in der Klinik ist und der Verdacht wirklich groß ist, dass da eine Präeklampsie im Raum stehen könnte, dann kann man sogar mal teilstationär bleiben. Meistens macht man das innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Da muss man nämlich einmal den Urin sammeln über 24 Stunden. Dann guckt man sich den gesamten Eiweißgehalt im 24-Stunden-Urin einmal an. Man nimmt diese Blutwerte noch einmal ab. Man guckt sich genau an, wie groß das Kind ist, wo es vielleicht Defizite hat, wie die Durchblutung ist. Und all das passiert, wie gesagt, in so ein bis zwei Tagen. Und dann kann man mit großer Sicherheit sagen, da ist eine Präeklampsie im Raum, gerade mit diesem Spezialwert, der dann vielleicht dann auch zugesandt wird. Oder aber das ist Entwarnung und man kann getrost wieder nach Hause gehen und weiter sich von der Frauenärztin oder dem Frauenarzt kontrollieren lassen. Zur Diagnostik haben wir also die Werte der Mutter, die man sich einmal anschaut. Man hat einmal das Blut, was man sich anschauen kann. Man kann die Durchblutung und die Größe des Kindes sich einmal anschauen. Und all das zusammengenommen gibt dann entweder Verdacht auf Präeklampsie oder aber Entwarnung, alles ist gut. Jetzt ist der Fall eingetreten, bei dir wurde eine Präeklampsie diagnostiziert, auf welchem Wege auch immer oder welche Symptome und Konstellationen auch immer. Wie ist denn jetzt eigentlich die Therapie einer Präeklampsie? Dazu muss man sagen, wenn bei dir eine Präeklampsie diagnostiziert wurde oder das akute Präeklampsie-Risiko im Raum steht,
dann gehörst du eigentlich stationär überwacht. Das heißt, du gehörst in die Klinik, ins Krankenhaus und gehörst da engmaschig überwacht. Zu diesen Blutwerten, vor allen Dingen zu diesem Spezialwert, der auch PE-Quotient, also Präeklampsie-Quotient genannt wird, möchte ich noch was sagen, weil da sehr, sehr oft Verwirrung herrscht. Dieser Quotient gibt dann an, ob man ein akutes Risiko dafür hat, dass man so eine Präeklampsie entwickeln könnte oder nicht. Das heißt nicht, dass wenn der Quotient sehr, sehr hoch ist, dass man jetzt aktuell eine Präeklampsie ganz ausgeprägt hat, sondern man hat ein Risiko, diese zu entwickeln. Deswegen gibt es auch oft Frauen, die in einer relativ frühen Schwangerschaftswoche zu uns kommen, sagen wir mal 6 oder noch früher 32 plus 0, die hat einen sehr hohen Präeklampsie-Quotienten im Blut festgestellt. Und wir sagen zu der jetzt, okay, sie müssen leider hier in der Klinik bleiben, bis zur Beendigung der Geburt, wann auch immer diese sein wird. Wir überwachen sie engmaschig und erst, wenn das Mutter ganz schlecht geht oder Kind schlecht geht oder irgendwie eine Kombination aus beiden ist. Und dabei kann es natürlich vorkommen, dass diese Frau in einer relativ frühen Schwangerschaftswoche schon in die Klinik einquartiert wird. Es geht ihr aber noch relativ gut und sie ist auch ziemlich verwirrt, warum sie jetzt überhaupt hier ist. Es geht ihr doch gut, dem Kind geht es offensichtlich gut, die CTGs sind schön. Warum bin ich denn eigentlich hier? Das ist oft eine Frage, die wir hören. Und da müssen wir immer antworten, ja, momentan ist noch alles gut, aber sie haben ein hohes Risiko, diese zu entwickeln. Und das Gemeine ist, dass das auch relativ akut vonstatten gehen kann. Es kann innerhalb von wirklich 1-2 Tagen so akut werden, dass man dann einen Kaiserschnitt machen muss. Oder aber die Werte werden langsam schlecht, dass wir sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir die Geburt einleiten ab einer speziellen Woche und die Geburt beenden müssen. Also das ist immer etwas, was oft Verwirrung stiftet. Man hat einen hohen PE-Quotienten oder man hat ein relativ hohes Risiko durch die Gesamtkonstellation der ganzen Untersuchungsergebnisse und man muss jetzt in die Klinik und da liegt man eigentlich nur seine Zeit ab und weiß überhaupt nicht, was los ist. Deswegen sage ich noch das hier im Nebensatz. Kommen wir direkt übergangslos zur Therapie und die einzige Therapie, die diese Präeklampsie dann heilen kann, ist die Entbindung. Nun ist es aber so, das habe ich eben schon angedeutet, dass man in einer relativ frühen Woche auch schon dieses akute Risiko haben kann, aber es geht der Frau noch gut. Das heißt, man versucht, diese Waage zu finden zwischen Schwangerschaft so lange verlängern, bis es geht und es darf keiner Schaden nehmen. Und das ist manchmal ein ganz schöner Eiertanz und da muss man manchmal sogar von Tag zu Tag sich hangeln und für die Frauen ist das sehr belastend, für die Ärzte ist das natürlich auch eine schwierige Situation. Da muss auch miteinander gesprochen werden, wie jetzt der Plan ist. Und wenn man dann langsam so von den Laborwerten oder von der Gesamtsymptomatik auch so ein bisschen schlechter wird, dem Kind aber noch gut geht, dann muss man wirklich gut abwägen ab einer speziellen Woche, wie lange man das Spielchen noch mitmacht, wie lange man da noch zuschaut. Ab einer gewissen Woche würde man dann sagen, okay, jetzt machen wir eine Geburtseinleitung, wenn alles passt, wenn alle Voraussetzungen passen. Oder das wird so akut oder das Kind liegt falsch rum oder was auch immer, dass man sagt, jetzt müssen wir langsam doch an den Kaiserschnitt denken. Die einzige Therapie dieser Präeklampsie ist also die Entbindung. Das ist leider so. Alles andere, was man macht, ist quasi symptomorientiert. Man guckt, dass man den Bluthochdruck in den Griff bekommt. Wenn man ein Lungenödem, also Wasser in der Lunge hat, dann schaut man, dass man das vorsichtig ausschwemmt. Wenn man Nierenprobleme hat, dann gehört da ein Nephrologe dazu, der auch mal drauf schaut, ob die Niere nicht Schaden nimmt. Also es ist so eine Gesamtkonstellation, wo man einfach schauen muss, die Symptome in den Griff zu bekommen, die Schwangerschaft so weit zu verlängern, wie es eben geht, so lang wie möglich, so kurz wie nötig. Also das ist ein Miteinander, da kann man nicht pauschal sagen, Sie sind jetzt genau noch 3 Wochen hier, dann ist Ihr Kind da, sondern da gehört von Tag zu Tag geschaut. Ein Wort noch zu einer Komplikation der Präeklampsie ist die sogenannte Eklampsie. Also man lässt das Prä einfach weg. Die Eklampsie tritt meistens im Rahmen einer Präeklampsie auf und äußert sich durch einen Krampfanfall. Also ähnlich wie ein epileptischer Anfall kann man bei einer Eklampsie einen Krampfanfall erleiden. Den nennt man dann tonisch-klonisch, das heißt die Frau liegt krampfend und zuckend auf dem Boden. Vorboten so eines Krampfanfalls können zum Beispiel sein Sehstörungen oder starke Kopfschmerzen, sehr, sehr hoher Blutdruck und vor allen Dingen auch eine Hyperreflexie, das heißt, die Ärzte und Ärztinnen in der Klinik oder wo auch immer müssen immer Reflexe testen, müssen mal gucken am Patellasehnenreflex, ob die Reflexzone verbreitert ist, also vergrößert ist oder ob das noch ganz normale Reflexe sind. Und daran kann man schon sehen, ob sich so ein eklamptischer Anfall eben andeutet oder ob man da noch weit von weg ist. Eine Eklampsie tritt bei 10% von schweren Präeklampsien auf und nur bei 0,1% aller normalen Schwangerschaften. Also es ist schon ein relativ seltenes Erlebnis, Gott sei Dank. Und was auch gar nicht so unwichtig ist zu wissen, manchmal kann das sogar nach der Geburt, also man hat jetzt eine Präeklampsie, man wurde eingeleitet, das Kind ist da und nach der Geburt kann es auch noch zu einer Eklampsie kommen, kann es auch noch zu diesem HELLP-Syndrom kommen. Also da muss man einfach auch nach der Geburt noch dranbleiben, wenn die Frau während der Geburt schon solche Risikofaktoren hatte. Das war's gewesen zum Thema Präeklampsie. Ich hoffe, du konntest einigermaßen was mitnehmen. Es ist ein sehr komplexes Krankheitsbild. Vor allen Dingen die Therapie ist ja recht schwammig. Da muss man einfach wirklich individuell vorgehen. Da kann man auch immer mal nachfragen, nachhaken, wie jetzt das weitere Prozedere ist, wie der weitere Plan ist.
Man muss da einfach einen kleinen Eiertanz vollführen, man muss sich die Waage halten, man darf nicht zu viel machen, darf aber auch nicht zu wenig machen. Also das ist immer gar nicht so pauschal zu sagen, wie lange man jetzt im Krankenhaus ist. Und deswegen macht es das auch für die Gemüter nicht leichter, wenn man gesagt bekommt, sie sind jetzt bis zum Ende der Schwangerschaft hier und guckt auf den Tacho und sagt, okay, ich bin aber erst irgendwie 33 plus 0 oder noch früher. Das ist nicht leicht, da gehört drüber geredet und dafür sind wir Ärzte auch da, dass wir da auch so ein bisschen von Erfahrungswerten her erzählen, wie sowas vonstatten gehen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte wissen mit einem Daumen nach oben. Abonniere natürlich diesen Kanal. Adde mich auch bei Facebook und Instagram. Da poste ich immer ein paar Internas auch von zu Hause und aus der Klinik. Also da auch dranbleiben. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video einmal wieder. Viel Spaß beim Weiterbrüten und bis dann. Ciao. Weißt du schon, dass du mich fertig machst, ne? Du bist ja eine Nette. Du kannst nicht immer hier auf mich drauf hüpfen, wenn ich gerade filme. Weißt du das? Nee. Hast Hunger, ne? Das kann ich verstehen. Was machst du denn da? Ah, putz mich. Danke. Dann brauche ich heute nicht mehr duschen, ne? Willst du den Menschen noch was erzählen? Oh, du kommst einfach in die Outtakes rein. Lass die Kamera, bitte. Lieber Olli, wie geht's dir denn heute so? Wie war Ihr Tag? Also ich kann das mal erzählen für Sie. Es war heute ein anstrengender Tag. Sie war die ersten 4, 5 Stunden dort vorne auf der Couch und musste ganz viel schlafen und liegen. Und dann kamen die Menschen nach Hause. Da hatte sie auch Stress, weil dann wollten die Menschen natürlich sie so ein bisschen streicheln. Und ja, war schon an der Grenze zum Burnout. Und dann kam noch eins dazu. Dann ging es ums Essen. Da musste sie auch noch essen. Das war anstrengend, ne? Weißt du noch, du musstest aufstehen. War heftig. Ja, guck mich nicht so an. Und dann musste sie wieder schlafen. Ja, und dann war schon der nächste Tag, ne? Das ist so. Sollen wir mal die Kamera ausstellen? Dazu müsstest du aber aufstehen. Ich fürchte, ich kann dich nicht mehr heben. Es sind übrigens nur schwere Knochen. Sie ist gar nicht so dick. Guck mal, du musst jetzt mal da runter. Ja, es wird den Leuten jetzt im Herzen wehtun. Mir tut es ja auch weh. Geh mal weg. Gut, vielen Dank für dieses Interview und die ganzen Haare.